Ja, hallo wieder vom Busse Yachtshop. Heute wollte ich euch mal zeigen und sagen, weil ich da so viele Fragen zu habe, wie man eine Batterie von einer Lichtmaschine lädt. Eine Lichtmaschine ist ja am Motor dran, stellt eine Spannung bereit und schickt einen Strom in eine Batterie rein. Das ist schon sehr lange der Fall, damit wird sie nachher auch gestartet, die Batterie und so weiter. Der Motor wird von der Batterie dann gestartet. Aber das hat sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Das ging mal los mit einer einfachen Lichtmaschine und einer einfachen Batterie. Das sieht dann so aus. Ich habe von Lichtmaschine Batterieladung. Ich habe eine Lichtmaschine, ein B+ und eine Starterbatterie zum Beispiel. Heißt, ich nehme eine Lichtmaschine, mache hier eine Batterie mit Plus, Minus und lade einfach in die Batterie rein. Minus ist meist auf Masse geschaltet, die Lichtmaschine ist auch auf Masse, sodass mein Strom dann hier in die Batterie reinfließen kann. Das war das erste, 70er Jahre. Wir haben kaum Elektronik an Bord. Können mit der Lichtmaschine die Batterie laden und der Motor wird nachher wieder gestartet. Dann kam vielleicht mal ein Radio dazu oder sowas, war auch alles nicht schlimm. Ging alles über die Starterbatterie. Ja, eine Starterbatterie, eine Lichtmaschine, kein Problem. Da hat man sich überlegt, ah, die Elektronik wird mehr. Ich möchte nicht nur eine Starterbatterie haben, sondern ich möchte das jetzt trennen. Ich möchte eine weitere Batterie haben. Plus, Minus. Minus ist wieder auf Masse, die meine Verbraucher dann versorgt, dass ich bei der Starterbatterie immer habe zum Motorstart. Hier habe ich dann Radio, Kühlschrank. Anfang kam nochmal GPS in den 90er Jahren dazu. Und inzwischen haben wir Plotter und Funk und was auch immer alles da dran. Ja? So, jetzt muss man mit der Lichtmaschine auch diese zweite Batterie laden. Als erstes, was man zuerst gemacht hat, ist einfach einen Umschalter genommen. Ja? Man hat gesagt, ich habe hier einen Umschalter 1, 2. Dann mache ich meine Lichtmaschine da drauf und lade dann Batterie 1, Starterbatterie oder Batterie 2, je nachdem, wohin ich geschaltet habe. Kann einfach sagen, was meine Lichtmaschine laden soll. Ja, deswegen kann solch ein Umschalter da sein. Ein Batterieumschalter 1, 2. Das ist die einfachste Möglichkeit. 70er Jahre Technik, ne? Dann haben wir gesagt, das ist ja unpraktisch. Eigentlich möchte ich gerne beide Batterien laden und so weiter. Dann nimmt man also eine Lichtmaschine her und die alte Verkabelung. Plus, Minus, das ist erstmal genauso wie oben. Und sagt dann, ich möchte jetzt meine zweite Batterie anschließen. Plus, Minus. Und ich mache jetzt hier einfach einen Schalter zwischen. Ein Relais zum Beispiel, ja. Das ist jetzt ein Trennrelais, wird das auch genannt. Das heißt, meine Lichtmaschine lädt erstmal nur die Starterbatterie. Wenn dieses Relais jetzt über die Zündung geschaltet wird, Zündung ist an, dann kann dieses Relais eingeschaltet werden, wenn die Zündung an ist oder sprich eine gewisse Spannung hier rauskommt, ja, dann kann man sagen, dann möchte ich nicht meine Starterbatterie laden, sondern auch die aufladen. Dann wird die Verbraucherbatterie mitgeladen. Und das geht über die Zündung oder besser noch über die Spannung, die hier vorne ermittelt wird. Wenn das meinetwegen über 13,5 Volt ist, größer 13,5 Volt, dann schließt dieses Relais. Heißt, wenn diese Batterie 12 Volt hat und die hat 12 Volt, jetzt fängt meine Lichtmaschine an zu laden, lädt über 13,5, schließt das und lädt dann die mit. Das heißt, ich habe hier ein Trennrelais. Sowas findet ihr manchmal. Trennrelais. Nee, das ist meistens spannungsgesteuert. Taucht auch unter dem Namen auf VSR, Voltage-sensitives Relais, also spannungsgesteuertes Relais. Ja? Dann wird meine Verbraucherbatterie und die Starterbatterie zusammengeladen. Da gibt es jetzt einen großen Nachteil, diese Kontakte. Ihr kennt das, wenn ihr zwei Batterien zusammenschaltet und an einen Pluspol draufsteckt. Dann funkt das schon, ne? Diese Kontakte hier, eine volle, eine leere Batterie zusammenschalten, fließt ein Riesenstrom. Dann gehen die Kontakte irgendwann auseinander und der Strom sorgt dann dafür, dass da Funken entstehen. Diese Relais brennen ganz gern mal zusammen. Heißt, wenn dieses Relais abgenommen wird und ihr messt hier einen Durchgang, dann sind diese beiden Kontakte hier verschmolzen, zusammengeschweißt, ja? Das passiert mit Trennrelais.
obwohl die 100, 200, 300 Ampere abkönnen, ja? Gib's mal. Wenn ihr sowas feststellt, dann ist das immer verbunden, das ist wie eine Batterie. Wenn eine leer ist, geht die andere leer. Das wollt ihr nicht haben. Ihr wollt eine Verbraucher- und Starterbatterie getrennt haben. So, also hat man sich überlegt, das mit dem Relais, gibt immer noch Anwendungsfälle dafür. Es gibt auch diese Relais noch. Aber normalerweise macht man das anders. Man nimmt die Lichtmaschine und macht jetzt eine Trenndiode da rein. Ja, das ist eine Einwegleitung und lädt dann die eine Batterie plus und geht auf die zweite Batterie. Plus, minus ist wieder auf Masse, klar. Minus auf Masse. Und auch die Lichtmaschine ist auf Masse. So, was passiert jetzt? Meine Lichtmaschine lädt meinetwegen mit, gibt hier konstante Spannung raus, machen die so 13,8 Volt oder irgendwas in der Art. Gibt die raus. Meine Batterien sind hier meinetwegen auf 12 Volt. Und die ist auf, was weiß ich, 13 oder auch auf 12 Volt. Machen wir ruhig 13 Volt. So. Was passiert jetzt? Diese Spannung über eine Diode fallen hier tatsächlich 0,7 Volt ab. Heißt, diese 13,8 tauchen hier hinten mit 13,1 Volt nur noch auf. Das heißt, die hat nur 0,1, da wird ein kleiner Strom fließen. Ein bisschen was wird fließen, bis die dann auf 13,1 Volt hoch ist. Diese hier sieht hier genauso diese 13,1 Volt. Und wird sehen, oh, das ist ein ganzes Volt Spannungsunterschied, dann fließt da ein größerer Strom. Ja, da fließt ein größerer Strom rein. Und die wird auch bis nachher auf 13,1 Volt meinetwegen hochgezogen. Ja, das ist nur Beispiele hier, ist klar. So, das heißt, eigentlich könnte ich bis 13,8 Volt laden. Meine Batterien werden jetzt automatisch aber nur auf 13,1 Volt geladen. Das ist nicht doll, das ist nämlich nicht mal halb voll oder irgendwie sowas, ne? Also hat man sich gesagt, das ist zwar ganz toll, aber ich muss nicht mehr schalten, meine Relaiskontakte brennen nicht mehr zusammen, aber jetzt werden meine Batterien nicht mehr voll. Auch nicht so doll. Dann hat man überlegt, man könnte ja diese Spannung hier anheben. Da gibt es auch Trickschaltung, dass man hier 0,7 Volt drauflegt. Ja? Solche Sachen gibt es da. Das sind Dioden, die sind in so einen Kühlkörpern eingebaut. Blaue Kühlkörper, Aluminiumkühlkörper, schwarze gibt es da, Schurtrenndioden, sowas kennt ihr vielleicht. Dann ist das eine Einwegleitung. Und in Kühlkörpern sind die eingebaut, weil wenn hier tatsächlich mal die 50 oder 100 Ampere der Lichtmaschine fließen sollten, mal 0,7 Volt, sind 70 Watt. Das ist also ein ordentlicher Verlust. Also die Dioden werden auch warm. Also nicht so ganz toll. Hat man sich überlegt, geht es weiter. Nächster Schritt, ich könnte ja hier eine Elektronik einbauen, die auch dafür sorgt, dass das nur in die Richtung durchfließen kann. Und die beiden Batterien sich nicht gegenseitig entladen. Dafür sind diese Dioden. Also nehme ich eine Elektronik, die vielleicht diese 0,7 Volt nicht mehr hat. Das heißt, ich habe eine Lichtmaschine. Gehe da wieder raus. Habe jetzt eine Elektronikkiste hier. Die hat im Prinzip wieder so eine Richtungsleitung, ist keine Diode, sondern eigentlich ist es ein Feldeffekttransistor. Der sorgt dafür, dass wir hier nur 0,1 Volt Spannungsabfall oder so haben. Ja? Das heißt, meine Batterien werden wieder ziemlich an diese 13,8 Volt Spannung herangeführt. Ja? Auch meine zweite Batterie kann ich hier wieder einzeichnen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Plus, Plus und Minus, Minus. Ich lasse das jetzt mal weg. Ja, das sind RCE-Trenndioden, Battery Made vom Mastervolt. ArgoFET von Victron gibt es da, PSR von Stirling, solche Sachen sind das, ja. Das heißt aber, da ich hier jetzt eine Elektronik drin habe, muss ich hier auch einen Minusanschluss haben. Das heißt, ich muss hier irgendwas noch auf Masse legen. Die Elektronik muss hier angesteuert werden. Meistens geht auch eine Leuchtdiode an, dass sie an ist und so weiter, ne? Das sind dann verlustlose oder fast verlustlose Trenndioden, ja? MOSFET-Trenndioden und sowas. Das ist auch eine schöne Sache. Ich kann ja meine Batterien hier auf 13,7 Volt laden, zum Beispiel, ja? Wenn ich das habe. Das ist schon mal deutlich besser als diese 13,1 Volt hier. Damit wird sie deutlich voller. Jetzt sind aber die Batterien auch größer geworden, all sowas.
Auch die Ströme sind höher geworden. Das heißt, die hier gehen durchaus bis 150 oder 200 Ampere. Können die durchleiten, müssen wir ein bisschen gucken, was die Lichtmaschine an Strömen abgibt. Das geht natürlich genauso hierfür. Und damit könnt ihr das jetzt voller laden. Jetzt kann es aber sein, dass hier hinten eine AGM-Batterie oder sowas drin ist, ja? Oder eine GEL-Batterie. Und der Hersteller sagt, oh, bitte lade mich bis 14,4 Volt. Was macht ihr dann? Für eine Starter-Bleibatterie ist das meist völlig in Ordnung. Aber für eine AGM-GEL oder vielleicht sogar Lithium-Ionen kann hier hinten drin sein, ja? Lithium-Ionen, so. Die auch eine gewisse Spannung vorschreibt. Da werdet ihr nichts mit diesen. Das wird nicht richtig voll werden. Und das ist also so halb. Dann könnt ihr die Lichtmaschine nehmen, die ja immer noch da ist. Und könnt jetzt sagen, ich nehme ein AB-Ladegerät hier. Oder ein Orion von Victron oder was ähnliches. Irgendein Spannungsumsetzer. Praktisch bei einem AB-Ladegerät ist, dass wir hier einen Ausgang haben für eine Starterbatterie mit 13,5, 13,6 Volt. Auch wie sowas. Die Starterbatterie wird immer so halbwegs gut vollgeladen. Ne? Und auf der anderen Seite hat noch einen zweiten Ausgang, den ihr einstellen könnt. Auf dem Plus hier. Ne? Hier wieder Minus auf Masse. Minus auf Masse. Auch das Gerät ist in Elektronik drin, braucht eine Masse. Und die Lichtmaschine ist an Masse. Hier könnt ihr jetzt sagen, ich habe hier jetzt AGM oder eine Lithium-Ionen-Batterie. Und dann müsst ihr dem das hier mitteilen, dass hier eine Lithium-Batterie drin ist. Dann gibt der hier hinten eine IOUOU und so weiter Kennlinie raus. Heißt, der weiß, da ist eine Lithium-Batterie dran. Dann muss ich die wohl auf 14,4 Volt laden. Über meinetwegen 2 Stunden und dann gehe ich runter und so weiter. Ne? Also eine Kennlinienladung macht er. Das heißt, diese Batterie wird immer wirklich auf 100% hochgehoben. Die läuft weiterhin nebenher, hin und her. Das ist ganz in Ordnung, um den Motor zu starten. Ne? Die wird auch nicht überlastet, vergast nicht und sowas. Aber diese Leitung hier ist das Wichtige. Habt ihr eine AGM, die Lichtmaschine passt dazu, ist alles in Ordnung. Habt ihr aber Lithium-Ionen, ist es wichtig, dass die Lichtmaschine nicht überhitzt. Deswegen müsst ihr euch hier die Temperatur angucken. Ja, ist ein Temperatursensor bei einem AB-Ladegerät bei. Das von der Lichtmaschine die Temperatur überwacht, heißt diese Lithium-Ionen-Batterie kann die Lichtmaschine hat 70 Ampere und das kann die Lithium-Ionen-Batterie locker aufnehmen. Heißt, diese 70 Ampere würde das auch durchschieben. Wunderbar. Jetzt habt ihr aber nur Leerlauf und die Lichtmaschine dreht nur langsam, wird also nicht gekühlt, könnte durchbrennen. Wird heiß und brennt dann durch. Deswegen hat dieses AB-Ladegerät einen Temperatursensor hierhin und sagt, oh, die ist jetzt bei, weiß ich nicht, 80 Grad, 100 Grad. Dann muss ich wohl diese 80 Ampere mal runterfahren, sonst brennt meine Lichtmaschine durch. Oder ihr gebt Gas und die wird wieder gekühlt. Jo, all solche Sachen könnt ihr jetzt vorfinden. Von der Lichtmaschine, die eine Starterbatterie lädt, über einen Umschalter, über Trennrelais, spannungsgesteuerte Trennrelais, über ganz normale Trenndioden, die 0,7 Volt Spannungsabfall haben. Könnt ihr übrigens messen, indem ihr einfach da drüber geht, wenn die Batterie geladen wird, ob da 0,7 Volt oder 0,1 Volt liegen. Dann gehen wir zu diesen verlustlosen MOSFET-Trenndioden, die das hochziehen, oder sogar intelligente Ladegeräte, die von der Lichtmaschine dann verschiedene Batteriebänke laden können. Das ist bei Lithium-Ionen sicherlich sinnvoll, das so zu machen. Aber ihr könnt diese Sachen hier alle vorfinden, müsst das dann entsprechend umstricken, dass das an Bord ist. Das ist eine Frage, die ich häufig habe. Ich habe dann Trennrelais, wie mache ich das jetzt und so. Ne? Achtet noch auf Querschnitte der Kabel und darauf, dass überall Sicherungen drin sind. Habe ich jetzt hier nicht eingezeigt, habe ich darauf verzichtet. Ja, das einmal noch dazu. Und mit solch einem System könnt ihr dann sauber alles laden und das wird geregelt und ist dann auch im grünen Bereich alles und wird auch voll. Okay, Dankeschön.